Auf welcher Bank ist mein Geld am sichersten? 14 Sicherheitskriterien, um Ihre Bank zu bewerten. Nach der Finanzkrise mit Lehman Brothers war jedem klar: Banken haben erstaunlich wenig Eigenkapital. Die meisten Banken haben massiv gehebelte Bilanzen. Fakt ist, die sichersten Banken der Welt sind in der Schweiz. Anleger aus der ganzen Welt fragen mich, welche Schweizer Bank ist zu empfehlen? Wer eine sichere Bank für sein Geld sucht, braucht Sicherheitskriterien. Nur damit kann er die Sicherheit von Banken vergleichen und abschätzen. Er kann sich damit ein erstes Urteil bilden. Wir von der Boutique Anwaltskanzlei Caput & Partners haben Pionierarbeit geleistet. Wir haben als einzige weltweit 102 Jahresberichte von allen 102 Schweizer Privatbanken gesammelt. Daraus haben wir Sicherheitskriterien für alle Banken definiert, filtriert und aufgelistet. Nach diesem Video wissen Sie genau, wie man die Sicherheit einer Bank bewertet. Ich erkläre die Sicherheitskriterien jetzt in diesem Video. Bleiben Sie dran! Caputo & Partners, SwissBankingLawyers.com. We fight for your money. Mein Name ist Enzo Caputo, ich bin Schweizer Anwalt. Ich berate vermögende Privatpersonen aus aller Welt in Sachen Vermögensschutz, also Asset Protection. Ich war Compliance Officer und Chef der Rechtsabteilung innerhalb der alten UBS-Gruppe angestellt. Dann wurde ich Geschäftsführer des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter. Heute leite ich die Boutique-Anwaltskanzlei Caput & Partners und die Domain SwissBankingLawyers.com. Hier finden erfolgreiche internationale Geschäftsleute wie Sie Tipps und Lösungen, um Ihr Vermögen mit Schweizer Banken besser zu schützen, mehr Geld zu verdienen und weniger Steuern zu zahlen. Geld vor Inflation schützen ist ein weit verbreitetes Ziel vieler Leute. Die Leute haben Angst, ihr Vermögen zu verlieren. Sie machen sich Sorgen um ihre finanzielle Zukunft. Viele in Deutschland befürchten Inflation, Kaufkraftverlust, Verstaatlichung, Kapitalexport, Kapitalexportrestriktionen. In Deutschland war die Inflationsrate im Dezember 2022 bei 10%. In der Schweiz liegt sie unter 3% wegen dem starken Schweizer Franken. Wenn Sie Ihr Geld in Schweizer Franken wechseln und bei einer sicheren Schweizer Privatbank anlegen, retten Sie die Kaufkraft Ihres Vermögens. Wir haben für alle 102 Privatbanken in der Schweiz Sicherheitskriterien definiert, filtriert und aufgelistet. Alle Informationen kommen direkt aus den 102 Jahresberichten der 102 Banken. Glauben Sie mir, es war nicht einfach, diese Geschäftsberichte zu bekommen. Gewisse Banken hüten ihre Geschäftsberichte wie Staatsgeheimnisse. Es ist unglaublich. Wir wurden oft abgewiesen, aber wir haben nicht aufgegeben. Nur auf unserer Webseite SwissBankingLawyers.com finden Sie exklusiv alle 102 Schweizer Privatbanken aufgelistet. Privatbanken sind Banken, welche die Vermögensverwaltung an vermögende Privatpersonen anbieten. Jede Bank wird auf einer eigenständigen Unterseite vorgestellt. Sie erhalten die wichtigsten Sicherheitskriterien aus dem letzten Geschäftsbericht, also aus dem aktuellsten Geschäftsbericht. Wir geben Ihnen weltweit exklusiv Sicherheitskriterien in die Hand, womit Sie sich ein erstes Urteil über die Sicherheit einer bestimmten Schweizer Bank machen können. Beste Schweizer Privatbanken finden Sie mit unseren Sicherheitskriterien sehr schnell, was alles andere als selbstverständlich ist. Leider kennen ausländische Privatkunden in der Regel nur UBS und Credit Suisse. Anleger, die sich mehr Mühe geben, suchen Schweizer Privatbanken nach Größe sortiert, also nach Größe geordnet. Sie glauben, dass eine große Bank automatisch sicherer ist. Das ist ein Trugschluss. Wir zeigen Ihnen, worauf es wirklich ankommt, wenn man eine wirklich sichere Bank finden will. Ich gebe Ihnen gleich am Anfang die zwei wichtigsten Sicherheitskriterien. Wenn Sie diese zwei Kriterien beachten, haben Sie bereits vieles richtig gemacht. Ihre finanzielle Zukunft ist gerettet. Wählen Sie eine reine Vermögensverwaltungsbank aus. Sie soll ein Tier 1 Capital Ratio von über 20% aufweisen. Wir empfehlen unseren Kunden nur Vermögensverwaltungsbanken,
die kein Investment Banking betreiben. Was ist das Tier 1 Capital Ratio? Es ist das harte Kernkapital. Die Tier 1 Capital Ratio stellt das harte Eigenkapital gegenüber Risikopositionen. Die Grossbanken UBS und Credit Suisse hatten in der Finanzkrise eine harte Kernkapitalquote von nur 3%. Aktuell liegt die Tier 1 Capital Ratio der Grossbanken um 13-14%. So können Sie beispielsweise die Kernkapitalquote einer Privatbank Ihrer Wahl mit der Kernkapitalquote einer anderen Privatbank vergleichen oder auch einer anderen normalen Bank vergleichen. Ich gebe Ihnen nun ein Beispiel, damit Sie vergleichen können. Die Deutsche Bundesbank fordert eine Kernkapitalquote von mindestens 4,5%. Das harte Kernkapital wird mit den risikobehafteten Positionen verglichen. Wir empfehlen keine Banken mit gehebelten Bilanzen. Wir empfehlen auch keine Vermögensverwaltungsbanken, die unter der gleichen Firma Investmentbanking-Aktivitäten anbieten. In den USA haben in den Jahren 2008 und 2009 166 Banken ihre Bücher beim Konkursrichter deponiert und das Bankrott erklärt. Solche Zahlen sind für die Schweiz undenkbar. Es gibt mehrere Banken, die den Zugang zu den Bilanzen vorsätzlich erschweren. So musste ich hören, wir geben keine Geschäftsberichte heraus oder nur an Kunden der Bank. Dank guten Beziehungen und mühsamer Recherchearbeit konnten wir das Zahlenmaterial doch noch zusammenstellen. Schweizer Banken tun sich schwer, ihre Bilanzen öffentlich zugänglich zu machen. Gewisse Banken hüten ihre Zahlen wie ein Staatsgeheimnis. Das Gründungsjahr ist das dritte Sicherheitskriterium. So ist beispielsweise eine Bank, die seit über 100 Jahren existiert, Garant für Kontinuität. Sie können damit rechnen, dass diese Bank auch ihre Kinder und Kindeskinder bedienen wird. Diese Traditionsbanken sind vor allem in Familienbesitz. Anzahl Tochtergesellschaften einer Bank im Ausland ist der vierte Sicherheitsfaktor. Ist das riskante Investmentbanking von der Vermögensverwaltungsbank getrennt, bedeutet dies mehr Sicherheit. Sind hingegen Investmentbanking und Vermögensverwaltung unter der gleichen Firma vorhanden, ist das ein Risikofaktor. Also Finger weg. Das riskante Investmentbanking kann eine Bank ins Wanken bringen. Am Beispiel der Credit Suisse sehen Sie, wie gefährlich Investmentbanking sein kann. Die Anzahl der beschäftigten Personen kann viel über ein Business aussagen. So haben wir eine Kennzahl geschaffen und aufgelistet, die das verwaltete Vermögen mit der Anzahl der Beschäftigten vergleicht. Diese Kennzahl heißt Assets under Management versus Employees. Wenn man das Vermögen per Angestellter zu groß ist, kann dies ein Hinweis für unsorgfältige Kundenbetreuung im Private Banking sein. 100 bis maximal 200 Millionen verwaltetes Vermögen pro Angestellten ist okay. Ist das Vermögen pro Banker größer als 200 Millionen, ist Vorsicht geboten. Sie müssen eins wissen, die Kapitalanforderungen der Europäischen Union werden von Schweizer Banken bei weitem übertroffen. Also sie erfüllen diese Voraussetzungen bei weitem. Schweizer Banken sind nun mal die sichersten Banken der Welt. Das schlägt keine Geiss weg. Leverage Ratios sind Kennzahlen, die die Hebelwirkung definieren. Vermögensverwaltungsbanken, die wir empfehlen, brauchen keine gehebelten Bilanzen, da sie das risikolose Private Banking Geschäft betreiben. Es werden keine riskanten Kredite vergeben. Liquidity Coverage Ratio vergleicht liquide Mittel mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Die Frage ist, kann die Bank mit den vorhandenen liquiden Mitteln alle Verbindlichkeiten, die in den nächsten 30 Tagen aufkommen, abdecken? Risk-Weighted Assets sind risikogewichtete Aktivposten. Diese Kennzahl wurde mit den Basel I und Basel II Regelungen eingeführt. Diese Größe baut auf dem Risikogehalt der Aktiven einer Bank auf. So wird beispielsweise ein Letter of Credit, ein Kreditbrief, deutlich stärker gewichtet und muss mit mehr Eigenkapital gedeckt sein. Wir empfehlen keine Banken, die das Trade Finance Geschäft betreiben. Die Finanzierung des internationalen Warenhandels ist ein riskantes Geschäft, ein sehr riskantes Geschäft. Unsere Banken geben keine riskanten Kredite, stellen keine Bankgarantien aus und auch keine Kreditbriefe. Darum empfehlen wir nur
Vermögensverwaltungsbanken und keine Commerzbanken, die den internationalen Warenhandel finanzieren. We fight for your money. Die Net Profits sind Nettoeinnahmen. Insgesamt ist die Kennzahl Net Profit per Employee. Die Nettoeinnahmen pro Mitarbeiter sollen den Jahreslohn eines Bankers im mittleren Kader nicht übersteigen. Liegen die Nettoeinnahmen pro Mitarbeiter über 500.000 Franken, so ist das ein Hinweis für Investmentbanker. Finger weg. Return on Equity ist die Eigenkapitalrendite. Die Eigenkapitalrendite sollte 20% nicht übersteigen. Sonst vermuten wir riskante Investmentbanking-Aktivitäten oder andere Spekulationsgewinne. Was ist die Cost-Income-Ratio, abgekürzt CIR? Die Cost-Income-Ratio ist ein Indikator für die Effizienz der Bank. Die Kosten dividiert durch die Erträge ergeben ein Maß, das zeigt, wie wirtschaftlich die Bank arbeitet. Je niedriger der Wert, desto effizienter die Bank. Diese Kennzahl gibt an, wie viele Eurocents benötigt werden, um einen Euro zu verdienen. Diese Betrachtung ist allerdings nur in vergleichbaren Märkten sinnvoll. Vielleicht vergleicht man Banken, die in einer anderen Zinsumfeld agieren, verliert diese Kennzahl schnell an Bedeutung. Deshalb sollen Sie niemals Schweizer Banken mit zum Beispiel Banken in der Türkei vergleichen, ein völlig anderes Umfeld. Bei allen 102 Privatbanken haben wir untersucht, ob sie strukturierte Produkte emittieren. Sehr wichtig. Banken, die sogenannte Struckis oder strukturierte Produkte emittieren, sind auch im Handel mit Derivaten verwickelt. Finger weg von Derivaten. Finger weg von Banken, die mit Derivatehandel machen. Diese Banken, die eigene Finanzprodukte emittieren, neigen dazu, ihre riskanten Produkte auch bei ihren Kunden zu buchen. Die Gefahr, dass sie von einem Produktpusher beraten werden, ist viel zu groß. Deshalb empfehlen wir externe Vermögensverwalter, die wirklich unabhängig sind und eben fair sind und ehrlich sind. Produktpusher werden von den Banken für das Vertreiben der eigenen Finanzprodukte mit einem saftigen Bonus honoriert. Deshalb machen sie das. Banken, die keine strukturierten Produkte produzieren, sind viel sicherer als solche Banken, die es tun. Darum sind wir sehr vorsichtig mit Banken, die mit Struckis Geld verdienen. Struckis ist übrigens ein Ausdruck aus dem Schweizerdeutschen für strukturierte Produkte. Die großen Family Offices, die riesige Vermögen der Superreichen verwalten, arbeiten ausschließlich mit externen Vermögensverwaltern. Auch sie sind bei einem unabhängigen Vermögensverwalter viel besser aufgehoben, als wenn sie die Vermögensverwaltung der Bank überlassen. Nicht alle 102 Privatbanken akzeptieren Kunden, die außerhalb der Schweiz wohnen. Wir haben Banken, die Ausländer aufnehmen, klar markiert. Ein ganz wichtiger Sicherheitsfaktor ist die Presence abroad. Wir unterscheiden Banken, die nur in der Schweiz präsent sind oder eben auch im Ausland. Das bedeutet, dass wir eher Banken empfehlen, die im Ausland keine physische Präsenz haben. Banken, die im Ausland präsent sind, lassen sich leichter von den ausländischen Behörden unter Druck setzen. Darum ziehen wir Banken vor, die nicht im Ausland, sondern nur in der Schweiz vertreten sind. Als Paradebeispiel sei die UBS erwähnt. Die UBS hat erstmals in der Geschichte der Schweizer Banken im Jahr 2010 4.450 Konten von Kunden aus den USA, dem amerikanischen Fiskus, ausgeliefert. Die UBS wollte die Banklizenz in den USA nicht verlieren, darum hatte sie sich die UBS vom US Department of Justice erpressen lassen und 4.450 Kunden ans Messer geliefert. Banken ohne Sitz im Ausland sind sicherer, weil sie im Ausland nichts zu verlieren haben. Welche Schweizer Bank hat Staatsgarantie? Wir zeigen Ihnen alle Kantonalbanken mit Staatsgarantie. Als Beispiel gebe ich Ihnen die sicherste Bank der Welt, nämlich die Zürcher Kantonalbank, besser bekannt unter dem Kürzel ZKB. Ihr Geld ist dort hundertprozentig sicher. Selbst liquide Mittel sind vom Kanton Zürich garantiert. Die ZKB ist eine der wenigen AAA-Banken. Die Erfahrung zeigt, dass das beste Bewertungssystem der Welt niemals eine persönliche Beratung mit mir ersetzen kann. Viele fragen mich stets, welches ist die beste Schweizer Bank? Es gibt keine beste Bank in der Schweiz. Es gibt aber die beste Schweizer Bank für Sie. Das gibt es. Zusammen finden wir die für Sie beste Bank der Schweiz heraus. Wir vermitteln vor allem ehrliche Berater, die ihr Geld Schritt für Schritt vermehren. Ehrliche Leute zu finden ist sehr wichtig in dieser von Geld dominierten Industrie. Nichtsdestotrotz erhalten Sie hier
exklusiv und einmalig auf der Welt, frank und gratis, ein Instrument in die Hand, das Ihnen erlaubt, ein erstes Urteil über die Sicherheit einer bestimmten Bank zu fällen. Eine maßgeschneiderte Beratung ist fundamental, um die schlimmsten Fehler in Sachen Geldanlage zu vermeiden. Arbeiten Sie nicht mit dem erstbesten Berater, der Ihnen über den Weg läuft. Holen Sie Referenzen ein oder fragen Sie mich. Ein falscher Berater, zum Beispiel ein Produktpusher, kann Ihre finanzielle Zukunft im Nu vernichten. Ich habe Millionen vernichten sehen in wenigen Wochen. Insider-Informationen wie diese findet man nicht in den Universitäten, nicht in Bibliotheken und nicht im Buchhandel und auch nicht im Internet. Wenn Sie solche Informationen nützlich finden, abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal und klicken Sie auf die Glocke. Wenn Sie hier klicken, verpassen Sie kein neues Video mehr. Nehmen Sie Ihr Geld aus Ihrem Land weg, bevor Ihr Land es Ihnen wegnimmt. Wenn Sie Ihr Vermögen diversifizieren und in einer guten Schweizer Bank deponieren wollen, dann rufen Sie mich an. Wir eröffnen ein Konto von Sie. Innerhalb von 10 Tagen ist das Konto offen. Wenn Sie eine Frage haben, die Sie mit mir alleine besprechen möchten, dann schreiben Sie mir eine E-Mail oder Sie telefonieren mir und wählen 0041 442 1244. Es ist nie zu früh, ein Konto in der Schweiz zu haben, aber oft zu spät. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.